Mein Name ist Doris Gutting. Ich lehre Marketing und interkulturelles Management an der Fachhochschule für angewandtes Management seit 2006 und seit 2007 als Professorin. Ja, das war so, dass ich irgendwann mal in der Zeitung gelesen habe, es gibt eine neue Hochschule, die semi-virtuell lehrt. Semi-virtuell hat mich sehr interessiert. Ich habe in Singapur für ein sehr internationales Unternehmen gearbeitet und da war es einfach üblich, dass man sehr viel über E-Mail kommunizieren musste und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass man da wirklich mit Leuten gut kommunizieren kann und das hat mich eben interessiert, das auf die Lehre zu übertragen. Natürlich ist es mir ein Anliegen, ein Herzensanliegen, sogar einen Asienschwerpunkt hier aufzubauen. Und dazu gab es ja schon einige Veranstaltungen. Wir hatten ein Indien-Seminar gehabt, da haben wir Manager eingeladen aus Unternehmen und die haben so ein bisschen erzählt, was für Erfahrungen sie gemacht haben. Wir haben ein Kooperationsseminar mit der Hans-Seidel-Stiftung gehabt im letzten Semester und da haben wir Wissenschaftler eingeladen, die mit Studenten über Rahmenbedingungen diskutiert haben. Wir werden jetzt eine China Week haben oder wir hatten verschiedene China Weeks und werden jetzt ein China Intensivwochenende machen. Und da werden wir eben Sprache vermitteln, da werden wir Kultur vermitteln und eben auch Rahmenbedingungen vermitteln. Und so haben wir eigentlich noch sehr viele Veranstaltungen geplant, vor allem eben China-Schwerpunkt in der nächsten Zeit und auch Asien im weiteren Sinne. Ja, es würde natürlich nicht schaden, wenn man sich selbst im Ausland ein bisschen umschaut. Es ist ganz wichtig, Englisch vernünftig zu können, also Englisch zu lernen und lernen, in der Fachsprache zu sprechen. Ja, das ist eigentlich schon das Wichtigste. Offenheit ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger.